Ich mach trotzdem die Kerzen an. Manchmal muss man Licht ins Dunkel bringen. Ja. Ja. Ein kryptischer Hinweis. Irgendeine Art von Mechanismus. Zweifelsfrei geheim und fürchterlich. Der fehlende Kerzenleuchter stellt eindeutig die Antwort dar. Warum aber? Das entzieht sich mir. Warum sollte jemand geheime Maschinen in einen Ort des Gebets verbergen? Weil die Kirche eine einzige Verschwörungstheorie ist. Und mein Schluck auf auch. Apropos Verschwörung. Ja, möge Sheogorath Segen mit euch sein. Warum gibt es Schleifspuren und den Altar herum? Als ob jemand fortgezerrt wurde. Vielleicht wurde jemand fortgezerrt. Fürchterliche Maschine. Der Motor startet, die Flammen werden geschürt. In den Wänden kann ich Dampf hören und die Luft selbst vibriert. Mein Herz kommt ins Stocken, da ich den Hebel ziehen und die Mechanismen dieses düsteren Apparats freilegen werde. Aber meine Kinder rufen mich und ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich höre keine Kinder. Ich höre keine Kinder. Ich höre die Rohre. Ein Höllenportal. Ich lande jetzt aber nicht, ne? Oh, wie hieß das nochmal? Nicht Otherworld. Das war Silent Hill. Wie hieß das Zuhause vom Trickster nochmal? More of Chaos, ja. Ich dachte jetzt aber nicht in More of Chaos, oder? Ein Höllenportal. Ich habe anscheinend keine andere Wahl. Und so steige ich hinab. Gott möge meine Seele gnädig sein. Und wenn dies meine Irrenanstalt ist und ich den Matthäus geben soll, so werde ich diesen Mantel zum Wohle meiner Jungs tragen und mich den Schrecken stellen, die unterhalb des Altars liegen. Wie wär's, wenn du einer deiner 7 Shotguns von zu Hause mitnimmst? Oh. Boah, ne? Und da ist dann die Maschine hinter, wo ich da nicht rein durfte. Dreieck. Illuminati confirmed. Hier ist es verdammt dunkel unten. Ruhe. Die Neuerwerbungen dürfen nicht erschreckt oder aufgeregt werden. Was für Neuerwerbungen! Was macht die Kirche hier? Was ist das für ein Geräusch? Fliegen Mücken? Reingucken, wenn ich weit genug weg bin. Ich kenne nicht wirklich was. Listen, Papa, hold the egg to your ear. You can hear the sea.
Scheint irgendwas zu sein. Die letzten Gedanken. Oh, ja, meine letzten Gedanken. Was ist das für ein Exhumierung? Welch Flickwerk von Körperteilen. Ich bezweifle jemals gefunden zu werden und dennoch hinterlasse ich dir dies. Ich kritzle es im übelriechenden Halbdunkel, während mein Folterer unter mir herumschlurft und meine Mitgefangenen in der Dämmerung klagen und quieken. Hier warte ich, bis ein Klopfen an meinen Käfig mein Schicksal besiegelt. Wenn endlich ich an der Reihe bin, diese finstere Reise ins Innere anzutreten. Also waren Menschen hier in diesen Käfigen? Die haben Ratten und ein bisschen Brot zu essen bekommen. Oh, da ist auch ein menschlicher Schuh drin. Irgendwas haben die hier an Menschen gemacht. Sehr vielen Menschen. Schon ein bisschen erschrocken. Ja, da sind definitiv Menschen drin. Okay, kann ich Untertitel zu dieser merkwürdigen Sprache kriegen? Hallo Kiesel! Moment, soll ich aber nicht hereinklettern, oder? Überhaupt reinklettern? Ja. Ich könnte mich elegant hier hinter verstecken. Ja, aber erstmal hier hochkommen, checken. Aber schön, dass ich einfach stehen geblieben bin, als Kiesel angerannt kam. Ja. Wäre das jetzt kein Visual Encounter gewesen, dann wäre ich doch was von weggefetzt worden. Und hier geht's wieder nach oben. Ah.
Frage ist, wenn der erste wirkliche Encounter kommt, wo könnt ihr mich dann vor ihm verstecken? Irgendwo checken. Da haben wir schon mal den ersten richtigen Encounter, würde ich sagen. Folgt ihr mir jetzt eigentlich? Ja, da scheint dort lang zu gehen, wo ich lang gehe. Das ist weniger gut. Aber er scheint nicht so schnell zu sein. Die Frage ist, wo hockt er rum? Ignoriere mich einfach, okay? Yeah, hier ist eine Sackgasse schon mal. Sagen, als Kiesel aufgetaucht ist, hat mein Herz schon schneller angefangen zu schlagen. Aber was mir aufgefallen ist, mein Licht hat angefangen zu flackern. Heißt das, das ist ein Indikator dafür, dass Monster in der Nähe sind? Beziehungsweise hat das auch angefangen beim Visual Encounter, der an der Treppe nur vorbeigerannt ist, als ich runtergegangen bin. Also wenn ich hier schnell genug, kann ich die Tür wieder zumachen, falls ich verfolgt werde. Oh. Abgeschlossen. Ach, Kiesel, Kiesel, Kiesel. Was tue ich nur mit dir? Hä?
Nächstes Mal Blaubeer mit ihm teilen. Ja, gestern und vorgestern hatte ich Blaubeeren. Eine kleine Schale. Schweinemaske. Irgendjemand spielt hier Klavier. Ich sehe schon, ich brauche wieder Benzin. Kanister. Bei den ersten Noten, als das Klavier angefangen hat zu spielen, da habe ich erwartet, dass jetzt ein Mondschein so nahe zu kommt. Vom Sound her, aber dann hat sich irgendwie anders verändert. Bisschen Musik, damit Chicken wieder runterkommt. Außer, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen bekommen habe durch die Passage vorhin mit Kiesel. Aber hey, ich bin dem gut ausgewichen. Wetten können doch angenommen werden, wann ich das erste Mal sterbe. Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. In deinen Füßen sind ja auch Knochen drin. Also ist das knochig. Ja, Krähen, ihr macht es richtig. Einfach abhauen. Einfach abhauen. Lasst euch nicht auf dieses merkwürdige Spiel hier ein. Das bin ich. Die Mandos Processing Company. Meine Seele schauert, ob des Gesehenen, aber wenigstens habe ich den Hauptteil der Fabrik erreicht. Nach vorne nun und dann nach unten. Ich muss diese Überschwemmung finden und das Wasser beseitigen. Kannst du auch gleichzeitig einen Weg finden, meinen Schluckauf zu beseitigen? Wie Moses werde ich das Wasser teilen und meine kleinen Lieblinge aus seiner widerwärtigen Wiege nehmen.